Hallo zusammen. Das wird meine Videoantwort für den Thomas P. zu seinem 500 Abonnenten Giveaway. An der Stelle erstmal einen herzlichen Glückwunsch. Die Abonnenten sind wohl verdient und ich bin mir sehr sicher, wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du deine 1000 und dann irgendwann auch 2000 Abonnenten hast. Und all denjenigen, die seinen Kanal noch nicht kennen, den möchte ich empfehlen, mal ein Abo dazulassen oder zumindest mal vorbeizuschauen. Er stellt größtenteils eher so die taktischen, brachialen Folder vor. Also ich glaube, mit so einem Leichtgewicht an Hinderer würde sich gar nicht erst abgeben. Meistens Medford, Strider und so weiter und so fort. Also lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, es lohnt sich. Wärmste Empfehlung von meiner Seite aus. Und was sollten wir machen? Ja, wir sollten mit unseren Messern flippen, denn er hat keine Flipper mehr und überlässt es jetzt uns. Und der Bitte komme ich doch gerne nach. Hier haben wir einen Shiro. Mittlerweile auch gut eingelaufen. Sehr angenehmer Flipper, man muss ja nur mal ein bisschen Schwung geben und schon fliegt es auf. Und dann haben wir hier noch so einen Non-Flipper-Flipper. Also hat eigentlich die Bezeichnung Flipper nicht wirklich verdient. Lässt sich nämlich miserabel flippen. Auch das Messer ist mittlerweile eingespielt, aber am Anfang war das reine Glückssache, ob man es aufbekommt. Wenn ich jetzt einen Pull-Flip machen würde. Ihr seht schon, das Hinterrad ist eigentlich nicht wirklich ein guter Flipper. Die Idee war da, dass man ein bisschen das Handgelenk dazu benutzt. Den kann man es auch sein lassen. Flippertechnisch macht das hier viel mehr Spaß. Und alternativ Spinner. Dreht sich auch, macht auch Spaß. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.